Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein neues Jahr ist ein Geschenk. Heute, am 1. Januar, öffnen wir dieses Geschenk gemeinsam. Wir haben die Möglichkeit, etwas Neues zu beginnen. Wir alle hoffen, dass das neue Jahr Gesundheit und Zufriedenheit bringen wird. Für jede und jeden von uns und für die Schweiz. Leider können wir nicht ins neue Jahr gehen, wie wir uns das wohl erhofft haben. Die Pandemie ist immer noch da und fordert uns heraus. Sie macht uns verletzlich und unsicher, manchmal auch einsam. Die Pandemie hat uns auseinandergetrieben, aber sie hat uns nicht gespalten. Wir lassen uns nicht spalten. Die Masken verdecken zwar unser Lachen, doch können wir uns in die Augen schauen und uns gegenseitig zuhören. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, egal wo in unserem Land Sie leben und welche Sprache Sie sprechen, unabhängig ob jung oder alt, ob geimpft oder ungeimpft, der Bundesrat hört Ihnen zu. Ich kann Ihnen versichern, der Bundesrat versteht Ihre Sorgen und Ängste. Der Bundesrat orientiert sich bei seinen Entscheiden immer am Gesamtinteresse der Schweiz und ihrer Bevölkerung. Wir alle haben unterschiedliche Wurzeln, Mentalitäten und Erfahrungen. Wir sind Flachländer, Berglerinnen und Südschweizer. Wir kommen von der Stadt und vom Land, aus den Zentren und aus entlegenen Gebieten. Trotz diesen Unterschieden eint uns viel mehr, als uns trennt. Unsere Vielfalt ist ein Reichtum. Und diese Vielfalt macht die Schweiz stark. Diese Vielfalt ist aber auch eine ständige Herausforderung. Unsere verschiedenen Sprachen, Kulturen, Religionen und politischen Strömungen führen zu einem Dialog, der manchmal unbequem ist. Vielfalt erfordert Engagement. Vielfalt bedeutet, sich in die Haut des anderen zu versetzen. Vielfalt heißt auch, auf etwas zu verzichten, Kompromisse einzugehen. Auch das macht die Schweiz stark. Für das kommende Jahr wünsche ich uns, dass wir diese Vielfalt wieder vermehrt leben, aufeinander zugehen und andere Meinungen respektieren, auch wenn wir sie nicht teilen. Gerade in einer Zeit der drohenden Polarisierung müssen wir uns darauf besinnen, was uns verbindet, was den nationalen Zusammenhalt ausmacht. Gemeinsam sind wir die Schweiz. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Zusammenhalt und Leidenschaft für die Vielfalt. Damit können wir die Herausforderungen im kommenden Jahr meistern und die freudigen Momente zusammen genießen. Ich schaue mit Zuversicht in die Zukunft. Der Mensch hat den ewigen Kampf gegen Viren und Pandemien bisher stets gewonnen. Und so wird es auch dieses Mal sein. Wir brauchen Geduld, aber wir werden diesen Kampf gemeinsam gewinnen. Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Entschlossenheit und Zufriedenheit für das Jahr 2022. Es gutes Neues!